Liebe Kunstfreunde, liebe Albertina-Freunde, liebe Freunde von Albrecht Dürer. Am 21. Mai 1471 ist er, Albrecht Dürer, geboren. Ich habe das zum Anlass genommen, mal in unserer Sammlung zu schauen und mir zu überlegen, was Sie schon immer über Albrecht Dürer wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten. Er hatte ein unglaubliches druckgrafisches Werk hinterlassen, mit mehreren hundert Grafiken im Holzschnitt, im Kupferstich, in der Radierung um die 300 Blätter. Ein immenses zeichnerisches Œuvre, das wahrscheinlich nur ein Bruchteil dessen ist, was er tatsächlich geschaffen hat. Um die 1000 Zeichnungen, von denen immerhin um die 140 hier bei uns in der Albertina verwahrt werden. Übrigens ein Konvolut, das geschlossen bis auf Dürers Nachlass zurückgeht, was sich noch genau verfolgen lässt. Und um die 100 Gemälde seiner Hand sind uns heute bekannt. Wie fällt dem Mann das eigentlich alles ein? Immer wieder kommt er zu ganz neuen, inspirierten Leistungen. Das A und O dafür war dieses unglaubliche zeichnerische Œuvre, das in seiner Werkstatt eigentlich der kostbarste Besitz war, sein auf Papier gebanntes Bildgedächtnis sozusagen. Manchmal ist es auch ganz Beiläufiges, das ihm offensichtlich so in der Arbeit ganz spontan eingefallen ist, ein ganz witziges und der selbst Kennern wahrscheinlich unbekanntes Werk verbirgt diese Druckgrafik. Einer seiner berühmten frühen Holzschnitte aus dem Sortiment noch der 1490er Jahre, die den Ruhm seiner Werkstatt begründeten. Samson, der alttestamentarische Held, zerreißt den Löwen. Er ist also gerade im Begriff, Ober- und Unterkiefer zu öffnen und dann mit Gewalt dieses Tier zu zerlegen. Wenn wir von diesem Blatt nun die Rückseite betrachten, dann fördert das Interessantes zutage. Ich mache das hier einmal. Und hier auf der Rückseite sehen wir nun eine Reihe von mehr oder weniger bizarren, grotesken Tierköpfen mit der Feder und mit Tinte auf die Rückseite dieses Blattes gezeichnet. Wir sehen auch, dass sich von der Vorderseite das Lineament des Holzschnittes durchschlägt, besonders deutlich hier unten. Das ist also der Himmelsbereich. Hier ungefähr sind der Löwe und Samson, der im Begriff ist, das Tier zu töten. Und begonnen hat Dürer offensichtlich mit diesem schweineähnlichen Kopf hier. Und wenn man den nun gegen das Licht hält, dann sehen wir, dass in der Durchschlag von der Vorderseite zu diesem Kopf inspiriert hat. Fast alle Linien dieses Kopfes haben genau ihre Entsprechung vorne im Bein des Löwen. Jeder von uns kennt diesen Effekt. Man schaut in den Himmel auf vorbeiziehende Wolken, man schaut auf einen gemusterten Grund, man schaut in dichtes Blattwerk und plötzlich entstehen vor unserem Auge Gesichter und alle erdenklichen anderen Formen, die sich teilweise dann sogar bewegen können. Ein ganz bekannter optischer und auch psychologischer Effekt, den Dürer hier für sich entdeckt und sich zunutze gemacht hat. Als er dann mal angefangen hat, hier diesen Kopf zu zeichnen, hat er das Ganze weiterentwickelt. Offensichtlich hatte er hier ein Schwein im Gedanken. Er hat hier, das steht jetzt hier auf dem Kopf, nochmal einen ganzen Schweinskopf gezeichnet. Hier unten nochmal eine Variante, die mehr an ein Wildschwein erinnert. Und wenn man das Blatt dreht, dann sieht man das auch etwas besser. Jetzt steht der Samson auf der Vorderseite Kopf. Die Rückseite ist für uns jetzt richtig orientiert. Er arbeitet dann weiter und kommt hier zu eigenartigen, bizarren, fast fratzenartigen Köpfen. Wir sehen hier ein einzelnes Horn auf dem Kopf und mehr hat es sich hier offensichtlich von der Natur entfernt. Jetzt könnte man das als bloße Gedankenspielerei des vor sich hin sinnenden Albrecht Dürer in der Werkstatt abtun. Aber das hatte dann gewisse Folgen.
zu jener Zeit in den späten 1490er Jahren arbeitete er an seinem ersten berühmten Großprojekt, an der berühmten Apokalypse nach der Offenbarung des Johannes, die in mehreren Blättern vom im letzten Buch der Bibel berichteten Ende der Welt erzählt. Immer wieder spielt hier das berühmte Untier aus der Apokalypse eine Rolle, das der sogenannten Hure Babylon, die wir hier im reichen venezianischen Gewand sehen, als Reittier hier auch dient. Und unverkennbar fließt nun plötzlich diese Gedankenspielerei aus einem Atelier hier in diesen Holzschnitt hinein. Er legt nämlich nun diese so spielerisch erfundenen Köpfe hier den Köpfen dieses grausligen apokalyptischen Tiers zugrunde. Und hier sehen wir wieder genau dieses hier mit diesem einen Horn hier oben auf den Kopf. Ein wunderbares Beispiel auch für die unglaubliche Fantasie und Imaginationskraft Albrecht Dürers, die sich nicht unbedingt in der freien Natur, bei der Naturbeobachtung manifestieren muss, sondern eben auch bei auf den ersten Blick ganz vorbeiläufigem, wo dann doch Grandioses schlussendlich erfunden wird. Dürer war ja schon zu Lebzeiten ein, man kann schon fast sagen, europaweit gefeierter Superstar, ein Künstlerfürst allerersten Ranges. Man hat regelrecht um seine Freundschaft gebuhlt, als er beispielsweise 1520/21 auf Reisen in den Niederlanden war, war es offensichtlich total angesagt, auf offener Straße mit ihm zusammen gesehen zu werden. Er war also nicht nur ein gefeierter Künstler, auch die Person selbst umgab offensichtlich den Ruf der Außergewöhnlichkeit und Exklusivität und man hat richtig bewusst seine Nähe gesucht. Natürlich auch künstlerisch. Großer Erfolg zieht natürlich auch Neider und Nachahmer nach sich. Albrecht Dürer verfügte ja schon seit der Eröffnung seines Ateliers in den 1490er Jahren über ein ausgeklügeltes Vertriebsnetz, was umgekehrt die Begehrlichkeit nach seinem Werk natürlich auch beweist. Was liegt da näher, als die Werke selbst zu produzieren, und zwar in durchaus fälscherischer Absicht? Dürer hatte mit diesem Problem schon zu Lebzeiten zu kämpfen. Er hat sich immer wieder vom Rat der Stadt Nürnberg, selbst von Kaiser Maximilian, Schutzbriefe gegen solche Falsifikate geholt. Als er 1505 bis 1507 auf seiner zweiten Reise nach Venedig, dort in der Lagunenstadt, weilte, so geht das Gerücht, habe er sich dort unter anderem gegen solche Raubdrucke wehren wollen, vor der Signoria in Florenz. Ein Beispiel habe ich hier einmal aufgebaut. Wir sehen zweimal die gleiche Szene. Der 12-jährige Jesus im Tempel in der Disputation mit den Schriftgelehrten. Beide sind auch hier unten mit dem berühmten Logo der Trademarks, sozusagen AD, monogrammiert. Aber nur eines von beiden ist das Original. Es ist eine Szene aus dem Marienleben, also ein längerer, in Holz geschnittener Zyklus zum Leben Mariens, der 1510/11 schließlich vollendet war. Das ist ein Holzschnitt, das ist ein Kupferstich, also ist das hier das dürische Original. Hier haben wir einen Raubdruck, eine Fälschung, ein Plagiat aus venezianischer Produktion von Marc Antonio Raimondi. Und zwar diesmal im Kupferstich. Er hat also auch die Technik, die ihm näher lag, nämlich den Kupferstich, für sein Plagiat gewählt. Nun hatte man damals etwas andere Vorstellungen von Original, Kopie, Plagiat, Fälschung. Die Anlehnung an berühmte Vorbilder berühmter anderer Künstler war in der damaligen Zeit also geradezu gewünscht. Garantierte sie doch dem Kunden, dem Käufer eines Kunstwerks, dass der ausführende Künstler ein kenntnisreicher Künstler war,
der Entwicklungen, aktuelle Strömungen der Kunst kannte und in seinem eigenen Werk ideenreich weiterverarbeitete. Wir wissen, dass selbst Raphael, der berühmte römische Maler, sich nicht scheute, auf Werke Albrecht Dürers zurückzugreifen. Von Vasari, seinem Biografen, wissen wir auch, dass in seiner Werkstatt mehrere Grafiken Albrecht Dürers an die Wand gepickt waren. Albrecht Dürer und Raphael wussten auch persönlich voneinander, der größte nordalpine Künstler und der größte südlich der Alpen. Ob man sich jemals persönlich begegnet ist, wissen wir nicht. Aber es bestand offensichtlich eine Art Brieffreundschaft, die im Jahr 1515 gipfelte, als nämlich Dürer Raphael nach Rom ein Selbstbildnis geschickt haben soll. Und im Gegenzug habe Raphael, auch das berichtet Vasari, der bedeutende Biograf so vieler Künstler aus dem 16. Jahrhundert, also noch geradezu ein Zeitgenosse, Raphael im Gegenzug habe Zeichnungen nach Nürnberg geschickt. Nun haben wir in der Sammlung der Albertina tatsächlich ein solches Werk, das auf uns gekommen ist. Eine Rötelzeichnung, zweimal das gleiche nackte männliche Modell, einmal links auf einen Stab gestützt, dann rechts daneben in gebieterischer Pose und seinen Rücken zuwendend mit erhobenem rechten Arm und dazwischen nochmal ganz klein eine Einzelstudie zum Gesicht. Es ist eine vorbereitende Studie für die Schlacht von Ostia in den Vatikanischen Stanzen, die zu eben jener Zeit von Raphael ausgeführt wurden. Rechts sehen wir eine Schrift, die mit der Jahreszahl 1515 beginnt. Diese Inschrift ist in Feder geschrieben, sie ist auf Deutsch und sie ist in einer bekannten Handschrift verfasst. Es ist die Handschrift Albrecht Dürers. Es ist also tatsächlich eines jener Blätter, die Raphael nach Nürnberg geschickt hatte, und das hat Dürer hier auch sehr stolz vermerkt, dass er diese nackenden Bild von dem berühmten Raphael von Urbino, dem Hofmaler des Papstes, nach Nürnberg geschickt bekommen habe. Nun erweist sich bei genauerer Betrachtung dieses Blatt als eine doppelte Referenz an Albrecht Dürer, und ich glaube, Dürer hat das auch durchaus so verstanden. Die Rückenfigur, die übrigens Raphael schlussendlich für die Ausführung im Gemälde gewählt hatte, geht ihrerseits nämlich wieder auf ein Werk Albrecht Dürers zurück, das Raphael in Form des Holzschnitts vorgelegen haben muss. Es ist diese Darstellung der Enthauptung Johannes des Täufers 1510 zusammen mit einem anderen Blatt aus der Lebensgeschichte Johannes des Täufers im Holzschnitt vollendet und für besondere Furore nicht nur bei Raphael, auch bei vielen anderen Künstlern sorgte hier diese elegant stehende Figur des Henkers, der Salome gerade das abgeschlagene Haupt des Johannes auf die bereitgehaltene Schüssel legt und unverkennbar rekurriert Raphael auf dieses ein halbes Jahrzehnt ältere Blatt von Albrecht Dürer. Und ich denke, dass der Adressat Albrecht Dürer in Nürnberg diese sehr ehrenvolle Anspielung auch genauso verstanden hat. Auch umgekehrt, nämlich bei Albrecht Dürer, blieb diese von gegenseitigem Respekt und Verehrung getragene Künstlerfreundschaft nicht ohne Folgen. Diese Sendung an Zeichnungen muss mehrere Blätter umfasst haben. Dieses eine hat sich erhalten, auf andere können wir indirekt schließen, nämlich durch genau in dieser Zeit Reminiszenzen im zeichnerischen und auch druckgrafischen Schaffen Albrecht Dürers. 1515, im Jahr dieser Sendung aus Rom, hat Dürer diesen Oberkörper des toten, vom Kreuz abgenommenen Christus gezeichnet. Eine sehr feine, zarte Federzeichnung in einer bräunlichen Tinte, die schon allein in der ganzen Machart und in der
Färbung des Materials ein wenig an die Rödelzeichnungen von Raphael erinnert. Und tatsächlich ist es eine recht getreue Übernahme aus einem berühmten Werk Raphaels, nämlich der Kitschi-Kreuztragung, woraus wir schließen können, dass auch zu diesem Gemälde Raphaels, insbesondere zur Figur des toten Christus, eine Studie, wahrscheinlich eine Rötelstudie, die sich aber nicht erhalten hat, die nicht auf uns gekommen ist, in dieser Sendung an Albrecht Dürer erhalten war. Zu jener Zeit entsteht auch dieses sehr eigenartige druckgrafische Blatt, eine Radierung, eine in gerade diesen Jahren 1515 bis 1518 von Albrecht Dürer gelegentlich praktizierte druckgrafische Technik. Eine Ansammlung, eine Versammlung mehrerer Figuren, die meisten davon nackt. Eine einzige ist angezogen, die wir hier im Profil sehen. Das ist unverkennbar Albrecht Dürer selbst, der wie in einer Vision hier diese dicht gedrängte Erscheinung nackter, antikisierender, womöglich mythologischer Figuren hat. Es ist wahrscheinlich dargestellt, ein Saturnalienfest, also auf den Punkt gebracht, ein Besäufnis. Wir sehen hier auch eine Weinkanne. Hier ist eine Frau eingeschlafen, wahrscheinlich nach übermäßigem Alkoholkonsum. Und interessant ist diese Figur hier vorne rechts, die sich die Haare rauft. All das zusammen hat schon eigenartige Deutungen nach sich gezogen. In aller Regel deutet man das als Verzweiflung, diesen Gestus. Aber tatsächlich dürfte dieser Mann besoffen sein und vollführt dann hier im Suff diese exaltierten, ekstatischen Bewegungen. Und diese Figur ist auch wieder eine recht getreue Adaption aus einem Werk Raphaels. Auch das wieder ein weiteres Indiz und ein Beleg für diese Sendung der Raphael-Zeichnungen im Jahr 1515 nach Nürnberg. Während seiner niederländischen Reise 1520-21 hatte Dürer, wie wir aus seinen Tagebuchaufzeichnungen wissen, auch mehrfach die Gelegenheit, einen Schüler des mittlerweile schon verstorbenen Raphael kennenzulernen und mehrfach zu treffen, der sich damals in den Niederlanden am Hof Margarete von Österreichs in Mechlin aufgehalten hatte, Tommaso Vincitor. Und von Dürer selbst wissen wir, dass er damals mit weiteren Werken, vor allen Dingen über das Medium der Druckgrafik von Raphael, versorgt wurde. Mehr noch, es waren damals die großen 1:1 gezeichneten Kartons für die Wandteppiche der Sixtinischen Kapelle öffentlich ausgestellt in Brüssel, wo sie in berühmten Brüsseler Teppichwirkereien umgesetzt wurden in diese grandiosen Tapisserien, die bei besonderen Gelegenheiten die untere, nicht friskierte Zone der Sixtinischen Kapelle ausschmücken sollten. Diese Kartons waren also in Brüssel ausgestellt. Nun lesen wir im Tagebuch von Albrecht Dürer nichts davon, überraschenderweise. Wir müssen allerdings berücksichtigen, dass dieses Tagebuch nur in Abschriften überliefert ist, die wahrscheinlich auch fragmentiert sind. Aber aus Dürers Werk, das nach der Reise in die Niederlande entstanden ist, sehen wir sehr deutlich den Einfluss dieser grandiosen Kartons von Raphael, die er dort gesehen haben muss. Beispielsweise in einer Folge in Kupfer gestochener Apostel, hier nur ein Beispiel davon, die auch jeder von uns in großformatiger, grandioser Umsetzung in der Malerei kennt, nämlich in den berühmten vier Evangelisten in der alten Pinakothek in München. Und diese unglaublichen Gewandfiguren reflektieren sehr deutlich einzelne Apostelfiguren aus diesem dem Leben des heiligen Petrus gewidmeten Tapisserienzyklus.